Jetzt haben wir sie beide zusammen, kurz vorm Start, unsere beiden deutschen fahrenden Teilnehmer. Ein paar deutsche Beifahrer haben wir ja. Das ist der Markus Walcher, der fährt in der Autoklasse, und der Sebastian Bühler bei den Motorrädern. Beide ehemalige Amateure, muss man ja sagen. Da gibt es ein bisschen unterschiedliche Geschichten. Vielleicht du, Markus, stell dich mal ganz kurz vor und was du bisher auf der Dakar so gemacht hast. Ja, ich bin, wie du schon sagtest, der Markus und würde mal sagen, immer noch Amateur, wenn ich mir die Profis hier so anschaue. Wir sind wahrscheinlich das kleinste Team wieder in der Autokategorie, insgesamt nur 5 Personen mit dabei, und unser großes Ziel hier ist es, einfach anzukommen und dabei richtig Spaß zu haben. Bei dir, Sebastian, sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Letztes Jahr als Amateur unterwegs, direkt in die Top 20 gefahren bei den Motorrädern. Unglaubliche Leistung, Talent erkannt von Hero, jetzt Werksfahrer, ganz andere Voraussetzung. Mein Ziel ist gleich wie letztes Jahr zum Schluss kommen und so viel wie möglich zu lernen, weil das Team, das macht mir keinen Druck. Das heißt, die sagen einfach nur, ich soll Spaß haben, das neue Motorrad kennenlernen und das Motorrad halt zum Schluss bringen. Hast du schon Testkilometer hinter dich gebracht mit der Hero? Ja, ich konnte schon mit Paulo und Joaquin trainieren, die wohnen auch in Portugal. Da konnte ich schon 2 Wochen auf dem Motorrad fahren, aber es dauert noch ein bisschen, aber das Motorrad ist ziemlich gut und das Team ist auch sehr gut vorbereitet. Wie sieht es bei dir aus? Du fährst mit einem alten Bekannten, Henry. Ja, genau. Also unser Auto ist inzwischen schon 10 Jahre alt, hat dieses Jahr 10-jährigen Geburtstag und ist eine bewährte Basis. Paulo Wildcat, die größte Kleinserie der Welt, die für solche Rallyes gebaut wurde. Also es ist so gesehen ein erfahrenes Fahrzeug zumindest. Wie unterscheidet sich denn jetzt dein Werkseinsatz von dem, was du im letzten Jahr als Amateur geleistet hast? Du warst alleine, hattest quasi nicht wirklich einen Mechaniker, einen halben Mechaniker, irgendwie sowas. Und jetzt hast du ein volles Team hinter dir. Wie fühlt sich das an? Ja, das ist alles viel einfacher. Also man muss sich einfach fast nur einen Flieger setzen, ankommen, aufs Motorrad setzen und die Rallye fahren. Letztes Jahr musste ich viele Sachen machen, die ich dieses Jahr einfach nur zugucke. Könntest du denn schrauben, wenn es sein müsste? Ja, ich schraube gerne und ich kann auch gut schrauben. Deswegen, wenn letztes Jahr was gemacht werden müsste, würde ich das auch machen. Wie sieht es bei dir aus? Was machen die Schrauberhände oder sind das nur Fahrerhände? Nein, sind es nicht. Ich bin gelernter Kfz-Mechatroniker. Tobi hat auch auf einem ähnlichen Gebiet gelernt. Also auch wir können und müssen ja anpacken, wenn es drauf ankommt, weil auf der Strecke ist eben kein Servicetrag im Rücken. Da müssen wir selber ran und im Camp hoffentlich haben wir das Auto nicht zu stark zerlegt. Wenn doch, dann müssen wir auch da helfen. Macht euch beiden der Marathon Day ein bisschen Angst? Ist ja wieder ein richtiger Marathon Day in diesem Jahr. Also nichts, dass irgendwelche Trucks Abkürzungen fahren und ins Biwak fahren und dort helfen dürfen. Nein, jeder, der im Marathon Biwak, dem sogenannten, ankommt, muss vorher die Rennstrecke im Empty Quarter, also durch Sand, erledigt haben. Macht einem das so ein bisschen Angst, dass man da eventuell alleine steht? Also erstmal bin ich froh, wenn wir dann dort sind. Dann haben wir schon einiges geschafft. Angst haben wir nicht davor. Es macht es natürlich ein bisschen spannender. Ich finde es cool, weil es auch uns Amateure ein bisschen näher wieder an die Profis ranbringt. Und wie sieht es bei dir aus? Ist ja körperlich eine riesen Herausforderung, oder nicht? Ja, aber ich finde das auch, dass es so gerechter ist, weil so ist der Unterschied zwischen den Werksfahrern und den Amateuren nicht so groß. Also dann drücke ich euch beiden kräftig die Daumen, bleibt lange dabei, damit wir noch sehr, sehr viele Interviews führen können und viel von euch haben und viel, viel Erfolg und ja, Hals- und Beinbruch. Danke. Vielen Dank. Dann, ciao.